Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, es geht weiter. Wir haben jetzt hier ein bisschen, einen Haufen Mist zu erledigen. Aber bevor wir das machen, werden wir uns erstmal hier schnell den Knaben schnappen, kuppeln den Knaben hinten dran mal ab und werden uns mal in Richtung Wolle begeben. Denn unsere Wollepalette ist voll. Und bevor ich's vergesse, kaufen wir gleich die nächsten Tierchen dazu. So, das ist immer gut, wenn man das gleich am Anfang erledigt. Und dann können wir loslegen. Und ich sehe gerade, auf Feld 17 ist die Wachstumsstufe durchgelaufen. Das ist sehr erfreulich. Somit können wir nämlich dann gleich mal düngen, ja klar, einsehen. Ja, unsere Kombi ausprobieren. Unsere, ja, Jugendforschprojekt hätte ich fast gesagt. Kleiner Traktor, große Sämaschine. Wir schauen mal, ob und wie das Ganze funktioniert. Aber als erstes werden wir uns hier mal um die anderen Arbeiten kümmern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die Wollepalette wegfahren. Die bringt uns ja auch wieder so knapp 5000 Euro ein. Das ist schon mal ganz gut. Von der Gülle her sieht es ja auch schon wieder richtig easy aus. Wir haben schon wieder 10.000 Liter drin. Und wenn die BGA gleich kommt, dann ist das Problem sowieso gelöst. So, Palette, Gabel fixieren. Mal schauen, ob das so passt. Und dann werden wir mal hier vorsichtig reinfahren. Gucken, ich glaube, ich setze hier aber noch einen Ticken hoch. Dass wir da nicht irgendwo hängen bleiben, das wäre nämlich sehr blöd. Ja, noch ein Stückchen hoch, so sollte das passen. Ja, das ist sogar ein Ticken, das ist sogar ein Ticken zu hoch. So, mal gucken, ob das jetzt passt. Nö, das passt jetzt natürlich nicht. Okay, ja, ich sehe das schon. Ist ja gut. Wir fahren, glaube ich, noch mal ein Stückchen raus. So, und probieren das jetzt nochmal. Finden vielleicht so an dem Mittelbalken von der Palette hängen geblieben. So, noch ein Stückchen runter. Jetzt sollte das aber ohne Schwierigkeiten gehen. Ja, einwandfrei. Passt doch, ne? So, und jetzt versuche ich das mal hier in dieser Ansicht. Denn auch hier muss man ja eigentlich... ja toll, als Staplerfahrer würde man jetzt rückwärts fahren, weil man sieht nicht wirklich was. Aber nun gut, wir werden das jetzt halt mal so erledigen. Auch nicht ganz so schnell fahren, auch nicht in den Kurven. Hat nämlich, und vor allem vielleicht, nicht unbedingt die Kanten mitnehmen. Man sollte sauber um die Kurve kommen, dass uns einem die Palette nicht abhaut. Und was ich da gerade so sehe, ja klar, also auf den Ballen steht schon mal Hagenstedt. Okay, das wird dort vielleicht dann hin exportiert aus Amerika. Aber Happy Sheep ist natürlich auch eine interessante Situation. So, ein Stückchen höher sollten wir vielleicht noch gehen. So, hier mal nach links fahren, dann passt das. Was steht da noch drauf? XBFSA, okay. Ja, toll. XB, naja gut, ist dann die Charge, sage ich mal. Und FSA, ja. Und FSA, was sagen wir für FSA? Ja genau, wir sind ja in Amerika und importieren das ja nach Deutschland. Also wird das eine internationale Bezeichnung sein. Und die Bezeichnung nenne ich jetzt einfach mal FSA From Solaris ausgewählt. So, ganz einfach. Unverkauft und Geld gemacht und gut ist. Klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwas müssen wir uns hier mal einfallen lassen. Kreativität, verlass mich nicht. Dann passt das auch. So, und hier, den bringen wir jetzt mal schleunigst wieder zum Hof. Denn jetzt kann ich es langsam kaum noch abwarten. Wir haben da was ganz Tolles vor uns. Ich bin mal richtig gespannt. Ihr seht, das Feld 17 ist soweit durch. Wir können also hier dann gleich mit der Sämaschine anfangen. Aber vorher würde ich ganz gerne das Feld fertig düngen. Eins nach dem anderen. Auch das muss natürlich entsprechend erstmal fertig bearbeitet werden. Ich denke mal, das sollte aber von der Zeit her ganz cool laufen. Dass wir das dann schaffen, dass wir den heute noch einem, ja, im Prinzip benutzen. Obwohl, ich kann es kaum noch abwarten. Nö, wir machen das anders. Wir werden uns jetzt gleich in die Sämaschine setzen und werden dann im Prinzip, wenn die Sämaschine mit dem Helfer weiterarbeitet und das dann hoffentlich doch so funktioniert, mit der Miststreuer einfach hinterherfahren. Ja, ich denke mal, das ist vertretbar. So, hier müssen wir innen rumfahren. Oh, da haben wir auch, das ist ja passend, ne? Können wir nämlich gleich hier stehen bleiben und uns das Ganze nochmal anschauen. Also, eine nette kleine Sämaschine und ein riesen Traktor. Oder war das umgekehrt? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, und jetzt werden wir uns das Ganze mal angucken. Baby, das sieht interessant aus. Allzu viel einsehen kann ich auch nicht oder will ich auch gar nicht. Denn wie gesagt, wir müssen ein bisschen auf unsere Kosten achten. So, wir fahren jetzt erstmal in Richtung unseres Feldes. So, ist ja ganz gemütlich, außer dass wir hinten ein paar Tonnen Sämaschine dran haben. Bin mal gespannt, ob wir die jetzt wirklich auch so nutzen können. Ja, und was wir natürlich dann nicht vergessen dürfen, ist natürlich der Maispflücker für den Case hier.
Aber das kriegen wir hin. Sobald die BGA durch ist, haben wir damit kein Problem mehr. Und ich würde sagen, wir fangen hier unten an. Denn dann können wir hier im Prinzip entgegen unserer Düngerichtung arbeiten. Dann sind wir uns da nachher nicht so in der Quere. So, und jetzt bin ich natürlich mal richtig gespannt. Das Ausklappen möchte ich aber von außen machen. Ich will einfach mal sehen, wie das Ganze sich hier ja, eben ausklappt. Ne? Ganz tolles Deutsch. So, wir fahren aber jetzt erstmal hier schon so halbwegs in unsere Position, wo ich mal vermute, dass das ungefähr hinkommen könnte. Wird natürlich nicht ganz so hinkommen, aber wir schauen jetzt mal. So, wir klappen den Jungen mal aus. Ach, so groß ist der ja gar nicht. Ach, das ist ja... Ach, okay, ich hatte da wohl irgendwas falsch interpretiert. Okay, und oioioi, ich ahne Schlimmes, denn da haben wir auch wieder einen Spurreißer dran. Ja, das bedeutet also, ja, ihr könnt euch freuen, denn ich möchte ja auch diese Maschine hier selbst sozusagen entjungfern, also auch selber fahren. Und das werden wir jetzt mal testen. Mal gucken. Oh, ich denke mal, so ist das für die erste Spur gar nicht schlecht. Gucken wir uns das mal mit dem Spurreißer an. Oh, der klappt. Wow. Oh, klappt der nicht toll aus. Ist ja Wahnsinn. Gut, ja, dann werden wir mal gucken, wo wir hier ungefähr stehen. Und versuchen dann auch entsprechend diese Spur zu halten. So, wir können ihn einschalten, das ist schon mal gut. Und ich denke mal, wir können auch hier auf die Fahrstufe 3 gehen. Denn der Kleine wird sowieso nicht viel schneller als 20 fahren können. Oh, 17 fährt er, also das macht er sogar ziemlich cool. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Und wir sehen mal ein. So, und jetzt gucken wir uns das hinten mal an. Der Spurreißer zieht seine Bahn. Da hinten sieht man am Rand so ganz leicht die Textur. Das funktioniert. Ich muss aber jetzt nach vorne gucken, weil er ein bisschen nach links zieht. Das muss ich natürlich wieder korrigieren. Ne? Und ich sehe gerade, der braucht relativ wenig Saatgut. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn dann können wir die Rückspur auch mal machen. Ich möchte mir das nämlich mit dem Spurreißer angucken, dass das hier auch wunderbar funktioniert. So, und das sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt werden wir hier mal langsamer fahren. Wir müssen das Ganze hier bis zum Feldende bringen. So, und wenn das jetzt hier bis zum Feldende eingesät ist, schalten wir die Maschine ab und werden natürlich jetzt mal den Spurreißer in die andere Richtung öffnen. Aber ich glaube jetzt noch nicht, das wäre ein bisschen früh. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, da vorne ist auch schon erntereif. Das ist ganz cool. Können wir danach auch gleich loslegen. Drehen wir hier mal. So, das passt von dem Wendekreis auch ziemlich gut. Und durch den Spurreißer wissen wir jetzt genau, wo wir hin müssen. So, Spurreißer bitte aufklappen. Und zwar den hier, da drüben den nicht. Jawohl, das passt. Und ja, schalten wir die Maschine ein. Gehen auf die Fahrstufe 3 und können nun hier entsprechend weiter einsehen. Ja, und ich bin überrascht, der kleine Farmol mit 17, 18 km/h schafft das also eigentlich ohne Probleme. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass er da so gut mit zurechtkommt. Also haben wir für unseren kleinen Farmol endlich was gefunden. Der Knabe kann jetzt also dementsprechend richtig Gas geben. Ja, hier bin ich ein bisschen abgedriftet. Das werde ich mal versuchen zu korrigieren. Also, dass ich hier gleich ein Stückchen weiter links fahre, damit, wenn wir den Helfer gleich einsetzen, hier nicht Probleme kriegen und uns auf einmal Lücken entstehen. Aber ihr seht schon, ja, funktioniert bestens. Ich gehe mal runter auf die Fahrstufe 1 und selbst die macht er mit 15. Ah ne, doch, Fahrstufe 1 habe ich ja auch schon auf 100% gesetzt. So, ein Stückchen vor müssen wir noch, damit die Textur bis hinten durch ist. Okay, dann schalten wir die Maschine wieder aus. Ja, hoffe, das hat euch soweit gefallen. Mir hat es irre Spaß gemacht. Und jetzt werden wir hier mal den Knaben gleich ansetzen und das Ganze mal beobachten, wie der Helfer das jetzt erledigt. So, das sollte eigentlich passen. Also werden wir jetzt mal den Helfer hier starten und mal gucken. Der arbeitet natürlich ohne Spurreißer. Da haben wir eine kleine Lücke gelassen. Aber ansonsten, oh, der lässt da auch eine Lücke. Ah, ich glaube, die ist aber gleich wieder weg. Ja, da ist es geschlossen. Okay, also lassen wir das am besten das nächste Mal direkt über den Helfer machen. Aber so läuft das doch richtig gut. Von den Kosten hält sich's in Grenzen. Mit 17 km/h fährt er hier hoch. Das klappt eigentlich gut. Hätte ich dem kleinen Knaben so gar nicht zugetraut, dass er das also hier so problemlos zieht. Ja, wir haben ein bisschen geschmunzelt, der Kleine und der Große, ne? Aber es klappt einwandfrei. Also kein Grund, sich zu beschweren. So, jetzt gucken wir nochmal, wie er dreht. Tipp, da fährt der kleine Farmer mit dem großen Horsch. Ich breche hier ab. Ich finde das cool. Und wir haben endlich eine
Arbeitsfunktion für den kleinen. Oh, 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 oh. Ja, da ist also doch ein bisschen die Größe zu merken. Aber okay, passt soweit. Sogar der Übergang ist sehr sauber gesetzt. Also auch das passt. Jo, würde sagen, ist in Ordnung, können wir so lassen. Finde ich persönlich richtig schön. So, und jetzt schnappen wir uns hier mal den Knaben und werden dementsprechend nochmal in Richtung des Düngens gehen. Ein paar Minuten haben wir noch. Da schauen wir dann gleich mal, dass wir hier noch was erreichen. So, gucken, kriegen wir das mit dem Wendekreis hier hin. Ist ja mit dem Großen doch ein bisschen heftiger. Aber auch das kriegen wir hin. Ja, das funktioniert. Wunderbar. So, dann fahren wir gleich mal hoch. Und ja, dann haben wir auch noch die Ernte vor uns. Hier links das Feld ist erntereif. Da machen wir uns aber heute nicht mehr dran. Ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge einfach machen. Denn das kriegen wir heute zeitlich nicht mehr so wirklich gut hin. Und die Breite von der Sämaschine, da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt, muss ich mir gleich nochmal anschauen. Das sah aber auch vielversprechend aus. Schien also richtig gut zu laufen. Und ich denke mal, nachdem der jetzt hier schon die Spuren so weit hat, oh, guck mal, was der schon erledigt hat hier. Hey, der kommt richtig gut voran. Ja, dann düngen wir auch von der Rückseite gleich los und fahren hinter der Sämaschine her. Machen wir das so rum. Ist ja irre. Also da hätte ich jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht, dass der kleine Farmer, der kleine amerikanische Nostalgie-Traktor da so eine Power entwickelt und das Ganze hier also ohne Schwierigkeiten meistert. Hut ab, mein kleiner Freund. Bin ich stolz auf dich und ich bin froh, dass wir endlich auch eine passende Möglichkeit und Funktion für dich gefunden haben. So, gucken. Oh, da lasse ich aber eine ganz schöne Lücke. Das ist aber nicht so toll. Gleich mal wieder rüberfahren. Oh, 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 oh. Da habe ich aber ganz schön gepennt eben. Also doch einen Ticken überlappen lassen. Wir haben ja eigentlich genug Mist. Ja, von dem Punkt lieber ein wenig mehr als dann nacharbeiten. Wäre dann nämlich nicht ganz so toll. So, hier gleich rechtzeitig drehen. Klappt aber auch soweit. Hier rechtzeitig einschalten, weil der nämlich so ein bisschen V-förmig das Ganze verteilt. Also nicht in einem geraden Streifen wie mit den Düsen. Daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Aber so kommen wir auch gut hin. Wir fahren zwar einen kleinen Ticken schneller als die Sämaschine. Jo, aber das klappt wunderbar. Ich bin da restlos begeistert. So, Dele. Jo, hier müssen wir entsprechend wieder ein klein wenig rüberfahren, dass wir das Ganze nach Möglichkeit korrigieren können, was wir da am Anfang etwas verdattelt haben. Jo, und aber auch das sieht ganz gut aus. Ja, kommen auch hier mit dem Düngen ganz gut voran eigentlich. Denke mal, das wird natürlich nicht reichen hier von der Menge. Aber wir kriegen hier doch einiges hin. Da dürfte das mit einer weiteren Füllung ohne Schwierigkeiten zu Ende zu bringen sein. Ja, und selbst, also die Sämaschine, das fasziniert mich einfach, dass der kleine Knabe das Ding so locker zieht. Passt auch schön von der Farbe noch zusammen. Also, nun gut. Ha, endlich eine Aufgabe für unseren kleinen Farmoll. Ich finde das süß. So, 33%. Mal schauen, wie weit wir damit jetzt noch kommen. Naja, also wir haben aber schon richtig viel erledigt hier, muss man dazu sagen. So, gleich wieder starten das Ganze und da gehen wir sogar schon ein Stück auf das noch nicht eingesäte Feld. Das ist auch ganz cool. Das heißt nämlich, mit der nächsten Spur würden wir im Prinzip sozusagen die Sämaschine überholen, wenn wir hinter der herfahren. Aber das, glaube ich, kriegen wir nicht so ganz so einfach hin. Ja, komm, dreh, mein Freund. Ja, ein bisschen hakt er da. Okay, aber kriegen wir auch hin. So, das klappt ja wunderbar hier. Jetzt haben wir eh nur noch 10%. Werden wir mal eins machen. Ich habe doch hier drüben noch eine Spur. Dann werden wir bei der erstmal ein Stück weiterfahren. Und werden da die restlichen 1200 Liter noch verballern. Da brauchen wir uns nicht hinter der Sämaschine herzuquälen. Das ist eh hier so der Bereich. Mal gucken, ob das vielleicht sogar reicht, um das Loch hier noch zu schließen. Das wäre natürlich optimal. Dann würde das nämlich gerade für den Rest hier noch hinkommen. Aber das sieht eng aus, das sieht sau eng aus, das sieht eng aus, das ist, das reicht nicht. Gut, das wird nicht reichen. Also fahren wir wieder runter, füllen den Knaben nochmal nach. Hier haben wir noch ein bisschen Bastelarbeit. Das sieht nicht ganz so dekorativ aus. Der Rest, ja, ich bin fasziniert. Wie der Mr. Spock so schön sagt, ne? Und ja gut, in diesem Sinne werden wir mal hier wieder zum Auffüllen fahren. Und so langsam kriegen wir das Ganze hier in Schwung. Wenn wir unten sind, gucken wir uns noch schnell die Wachstumskarte an. Das sollte jetzt eigentlich vom Versatz soweit passen. Denn hinten dran das Feld dürfte jetzt dann in der zweiten Wachstumsstufe sein. Beziehungsweise in der vorletzten.
Reifstufe, das müsste also soweit vom Versatz jetzt hinhauen. Den bringen wir hier nur noch, wie gesagt, in Position. Oh, den müssen wir auch bei Gelegenheit mal tanken. Der hat nur noch 160 Liter. Das ist nicht ganz so prickelnd. Gut, reicht aber für unsere Sachen jetzt im Moment erstmal noch aus. So, dann stellen wir den mal gleich hier ab. Dann kann der bei der nächsten Folge gleich hier erneut befüllt werden. Ja, hier sieht's gut aus. Das ist erntereif. Das ist in der vorletzten Stufe. Hier haben wir auch Versatz drin. Also unsere Versatzstrategie funktioniert bestens. Ich gucke mir jetzt hier den kleinen nochmal an, weil wir sind eh am Ende der Folge, aber ich will nochmal schauen. Also der macht das Bomber. Der lässt sogar keine Lücken drin. Also ich bin, ha, richtig begeistert. Ich finde das cool. Ne? Passt also doch vom Größenverhältnis, es sah ja am Anfang gar nicht so wirklich interessant aus. Einzige Manko ist, da hebt er jetzt gleich ein bisschen ab, weil er in der Kurve zu eng ist. Aber gut, bei dem kleinen Gewicht sei ihm das verziehen. Scheint auch für den Fahrmoll keinen Schaden zu verursachen. Der steht immer noch bei 0%. Funktioniert also alles bestens. Ja, und mit diesem schönen Blick auf dieses goldige Gespann hier, würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Für heute war es das. In diesem Sinne, bis morgen. Servus, Helferchen raus, oh, Maschinchen aus und tschüss.